Patrick, 2 zu 0 gegen den Tabellenletzten Stadt Allendorf. War aber vielleicht ein gar nicht so einfaches Spiel vom Kopf her, weil es war eigentlich dringend notwendig, heute 3 Punkte einzufahren. Ja, wir haben es ja am Samstag nach dem Spiel schon gesagt gehabt, dass das eine sehr schwierige Aufgabe wird. Weil Stadt Allendorf ist eine Mannschaft, die jetzt erstmal dann auch versucht, defensiv gut zu stehen, was sie gemacht haben. Sie haben ja 5-4-1 gespielt. Im letzten Spiel gegen Walldorf haben sie noch mit 2 Spielern vorne gespielt, gegen Homburg auch, also 5-3-2. Sie waren sehr defensiv und es ist dann natürlich für jede Mannschaft schwierig, da auch erstmal durchzukommen. Ich bin mit der Mannschaft absolut zufrieden, wie sie heute hier aufgetreten ist. Wir haben gar keine Torchance zugelassen von Stadt Allendorf, was auch wichtig war, weil sie im Umschaltspiel, im Konterspiel schon gefährlich sein können. Und das hat die Mannschaft sehr gut umgesetzt und verdient dann auch letztendlich 2-0 gewonnen. Man hat gesehen, am Anfang war vielleicht 10 Minuten abtasten, aber dann das ganze Spiel über hat der FKP das Spiel dominiert. Du hast gesagt, sie hatten keine einzige Torchance während des Spiels. Wir hatten deren viele. Allerdings hätte man vielleicht etwas klarer die rausspielen können, etwas einfacher spielen können. Das ist vielleicht das einzige Manko heute. Ja, da hast du recht, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich da heute irgendwelche Kritik äußere, weil unser Ziel war einfach, die 3 Punkte zu holen. Was hier von Stadt Allendorf auch sehr schwierig ist. Ich habe im Trainer gesprochen, da kommen Spieler direkt aus der Quarantäne, haben nicht ein Training absolviert, musste dann sofort gegen Walldorf spielen. Und ja, ich wünsche denen alles Gute. Sehr, sehr schwierige Zeit auch für sie und trotzdem geben sie aber nie auf. Das haben sie heute auch wieder gezeigt. Sie probieren alles, sie probieren so wenig wie geht, dann auch Gegentore zu bekommen. Und da wünsche ich, wie gesagt, Stadt Allendorf alles Gute. Du hast gesagt, die hatten sie defensiv hinten drein gestanden. Inwiefern war das eine Umstellung für unsere Mannschaft, heute das Spiel machen zu müssen? Ja, das ist ja ein Thema, wo du eben dann auch schon gesagt hast, dass es zu Beginn dann auch schwierig war für uns, weil wir normalerweise nie so viel Ballbesitz haben. Und das hat die Mannschaft dann aber nach 10 Minuten eigentlich relativ gut in den Griff bekommen, hat immer wieder Spielverlagerung hinter im Aufbau gehabt. Alles, was wir auch gefordert haben, eingebracht. Was halt auch schwierig ist, dann, man kann es nicht trainieren, weil wir ja von Samstag auf heute keine Zeit gehabt haben. Wir waren ja nur in der Regeneration unterwegs. Und das ist auch ein Prozess über längerer Zeitraum, wenn du Ballbesitzfußball spielst. Und das tun wir ja nicht. Und deswegen ist das dann für uns vielleicht noch etwas schwieriger. Aber die Mannschaft hat es super umgesetzt. Ich habe es eben an die Zeitung auch schon weitergegeben. Frankfurt als Mannschaft, wo sich tituliert, spielerisch gut zu sein, was sie auch sind. Die haben sich auch unheimlich schwer getan, durch ein Eigentor nur in Anführungszeichen 1 zu 0 gewonnen. Steinbach, mit dem Trainer habe ich guter Kontakt, der hat auch gesagt, es ist sehr, sehr schwierig gegen Stadt Allendorf zu spielen. Und wir haben das einfach gut gemacht heute. Was mir sehr gut gefallen hat, ihr habt ständig den Druck eigentlich erhöht. Habt die eigentlich nie aus ihrer Abwehr eigentlich richtig rauskommen lassen? Selten ein Konter war, nur Ansätze von Kontern zu sehen. Ja, das war auch ein Plan von uns, dass wir sofort immer wieder, wenn wir Ball verlieren im Offensivbereich, sofort wieder ins Gegenpressing gehen und dann sofort wieder Balleroberungen bekommen, dass keine Konter gespielt werden können. Dass wir damit dann auch erstmal Druck auf die Abwehr bringen, dass die Fehler machen, dass du durch eine ungeordnete Abwehr dann zu Torchancen kommen kannst und die Konterabsicherung durch den extremen Druck. Und das hat die Mannschaft sehr gut gemacht. Was wir heute gesehen haben, der Dennis Grob, unser Goalgetter, der kann auch auflegen. Ja, das hat er super gemacht. Er hat noch eine zweite Möglichkeit gehabt, woran er reinspielt oder wo es Möglichkeiten gab. Das hatte Dennis in dieser Situation, wo der Dimi dann das Tor macht, super rübergelegt. Ja. Jetzt haben wir die 3 Punkte. Können wir zufrieden sein mit? Ich hoffe, dass es so weitergeht. Wir werden das weiter beobachten.